34 Runden sind noch zu fahren hier in einer Spezialprüfung über 175 Runden. Der Wirbel ist in vollem Gang, die Stimmung ist großartig im Hallenstadion. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht hier nicht nur um eine spezielle Prämie. In 33 Runden ist diese Prämie fällig, aber es geht auch ums Gesamtklassement. Und deshalb ist es jetzt Kurt Petschar zusammen mit Bruno Righi, der angreift. Die Publikumslieblinge mit der Nummer 1, die sind unterwegs auf Solo-Rundengewinn, sind sie aus. Sie haben 50 Meter Vorsprung gegenüber dem Feld. Die Situation im Gesamtklassement ist so, dass Joho Stutz im Augenblick führen mit 235 Punkten vor Hollenweger und De Wilde mit 207 Punkten. Eine Runde zurück im Gesamtklassement. Martinello Vincoletto und Righi Petschar. Und Righi Petschar, die beiden Urner, die sind jetzt drauf und dran, diese Runde aufzuholen im Gesamtklassement und in die Spitze zu fahren. Bereits auf der Gegengeraden jetzt Righi Petschar. Hier haben sie Bruno Righi, den Punktefahrer-Weltmeister. Für einen Augenblick war Ruhe eingekehrt im Feld und die beiden haben das ausgerüstet. Righi löst jetzt ab zu Bruno Petschar. Die Urner-Fraktion natürlich stark. Sie haben eine Urner-Fahne im Bild gesehen. Es sind Dutzende von Fahnen aus dem Kanton Uri hier im Hallenstadion heute Abend. 600.000 Franken können die Fahrer im Verlauf dieser Woche gewinnen. Heute die Finalnacht. Gefahren wird noch bis um 5 Uhr früh. Und Sie sehen, im Tempo von 57 Stundenkilometern ist jetzt unterwegs Kurt Petschar, der Partner von Bruno Righi. Im Feld reagiert im Augenblick Bruno Hollenweger zusammen mit Etienne De Wilde. Denn diese beiden sind ja im Gesamtklassement rundengleich. Sie wollen das Sechstagerennen gewinnen, Hollenweger, De Wilde, genau wie die Jungen Righi und Petschar. Eine halbe Runde Vorsprung jetzt für Righi Petschar. Bruno Righi ist im Rennen. Die Hallenstadionpiste 250 Meter lang. 26 Runden sind jetzt noch zu fahren. Also 6,5 Kilometer noch. Im Feld reagiert jetzt auch die Etippe Nummer 8, selbstverständlich die großen Schweizer Rivalen von Righi und Petschar, nämlich Joho und Stutz. Joho und Stutz führen ja im Gesamtklassement, bevor es heute Nacht in das endgültige Finale geht. Das ist eine Schleuderablösung, keine leichte Sache im Tempo von über 50 Stundenkilometern. Bruno Righi katapultiert hier in Zeitlupe. Das konnten Sie sehr schön sehen. Seinen Partner Kurt Petschar auf die nächste Runde. Ungefähr 550 Meter dauert der volle Einsatz. Ein voller Sport eines Akteurs. Also eine eindeutige Fahrfortleistung, ein Intervall zwischen den beiden Partnern. 550 Meter ungefähr Vollspurten, dann eine Minute lang Ruhe und dann wieder Vollspurt. In dieser Spezialprämie liegen im Augenblick vier Mannschaften gleich auf. Es sind die Duclos, Lassalle und Biondi aus Frankreich, Hollenweger, De Wilde aus Belgien, dann der Engländer Doyle zusammen mit dem Belgier Tourne und Joho Stutz. Und diese beiden liegen in der Spezialprüfung, die in 20 Runden zu Ende geht, eine Runde zurück. Sie liegen auch im Gesamtklassement des Sechstagerennens nach 5,5 Nächten eine Runde zurück. Wenn sie diese Runde jetzt fertig bringen, zu Ende fahren können, aufschließen ans Feld, dann schließen sie nicht nur in dieser Prüfung, sondern auch im Gesamtklassement 6,5 Stunden vor Ende des Sechstagerennens zur Spitze auf. 16 Teams sind im Rennen, 32 Fahrer. Sie können sich vorstellen, wie schwierig es ist, sich da zu bewegen. 16 sind immer in vollem Tempo unterwegs. Die anderen 16 ruhen sich aus. Sie fahren ruhig um die Bahn. Und alle zusammen müssen schauen, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Bruno Righi. Seit 10 Runden kämpfen jetzt die beiden. In den letzten 5-6 Runden hat sich der Abstand nicht verändert. Das Feld fährt also ungefähr gleich schnell wie Righi und Petschar. An der Spitze des Feldes sorgt jetzt De Wilde, Etienne De Wilde, für ein horrendes Tempo. Der Belgier Etienne De Wilde, 21-facher 6-Tage-Sieger bereits in seiner Karriere. Das ist das Duell der Routiniers gegen die Youngsters
gegen die Publikumslieblinge hier im Hallenstadion. Das Hallenstadion ist voll besetzt und die Zuschauer, die toben vor Begeisterung jetzt und unterstützen natürlich Risi und Becker fiebern mit den beiden Youngsters. 23-jährig und sie sehen vorne den Schwanz des Feldes, das Ende der Fahrerschlange. Hier haben sie Stutz, der führt vor Hollenweger und es sieht so aus, als würde es den beiden Urnen gelingen, Unterschlupf im Feld zu finden. Aber es ist zu erwarten, dass wenn die beiden hinten anschließen, vorne sofort wieder jemand wegfährt. Die beiden sollten also versuchen, jetzt möglichst schnell an die Spitze des Feldes zu gelangen. Noch 14 Runden. Der Rundengewinn ist perfekt. Risi und Becciard schließen auf. Aber haben sie die Kraft, jetzt nach vorn zu fahren, um ihre Gegner zu kontrollieren? Denn die Gefahr besteht jetzt natürlich, dass vorne sofort eine andere Mannschaft in den Angriff geht. Es führt im Moment Steinmann im grünen Trikot. Er fährt hoch. Dann haben abgelöst De Wilde und Hollenweger. Hier haben sie Bruno Hollenweger mit der 5. Fünf Mannschaften führen jetzt in dieser Prüfung und im Gesamtklassement sind jetzt drei Mannschaften rundengleich an der Spitze. Joho Stutz mit 235 Punkten, Hollenweger De Wilde 207 Punkte, Risi Becciard 194 Punkte. Und was noch hinzukommt, es werden hier auch Punkte vergeben. Wie im Endspurt, der Sieger bekommt 20 Punkte. Das heißt, wenn die Risi Becciard, die jetzt wieder angreifen, wenn sie über 200 Punkte kommen, dann bekommen sie eine Runde gut geschrieben und würden sogar die alleinige Führung übernehmen im Sechstagerennen. Und jetzt läuft das interne Schweizer Duell. In Rot Joho Stutz gegen Risi Becciard. Joho Stutz, die seit drei Tagen das Gesamtklassement anführen, jetzt rundengleich mit Risi und Becciard. Zum Glück sind junge Fahrer nachgestoßen. Sie sehen Risi Becciard jetzt etwas gezeichnet von ihrer vorherigen Solo-Runde. Können das Tempo nicht mithalten. Es ist Stefan Joho, der hier zurückgeschaut hat, was los ist. Er hat bemerkt, dass Kurt Becciard nicht an seinem Hinterrad hat bleiben können. Im Rennen ist immer noch Stefan Joho. Auch ein ausgezeichneter Straßenfahrer. Jetzt löst er ab zu seinem Partner, zu Werner Stutz. Und hinten lösen ab Risi und Becciard. Alle übrigen können hier nicht ganz mithalten. Es sind die beiden Schweizer Mannschaften, die hier den Ton angeben. Joho und Stutz haben auf Risi und Becciard gewartet. Aber unter dem Tempodiktat des Sowjetrussen kann er jetzt, kommt das Feld wieder näher heran. Nur noch 5 Runden, ein Rundengewinn ist nicht mehr möglich. Das haben die beiden jetzt auch eingesehen. Diese Prüfung muss also entschieden werden im Endspurt. 4 Runden fehlen noch, 1 Kilometer. Rundengleich sind die Mannschaften Risi Becciard, dann Duclos, Lassalle, Biondi, Hollenweger, De Wilde, Doyle, Tourne und Joho Stutz. Also 5 Mannschaften sind im Augenblick rundengleich in dieser American. Im Spurt wird entschieden werden, wer diese Prüfung gewinnt. Der Sieger erhält 20 Punkte fürs Gesamtklassement. Der zweite 10, der dritte 8, der vierte 6. Und wenn Risi und Becciard mindestens Vierter werden, erhalten die 6 Punkte, erreichen ein Total von 200 Punkten, damit eine Runde Gutschrift und dann übernehmen sie die alleinige Führung 6,5 Stunden vor Schluss des Zürcher Sechstagerennens. Also spannender könnte das Ding nicht laufen. Jetzt das Glockenzeichen bei der Zielpassage noch eine Runde. Kann er jetzt nicht hier noch vorne mit? Jetzt Joho in vierter Position. De Wilde kommt ins Rennen für Hollenweger und oben kommt Risi. Risi in Weiß. Risi hat bereits den Autosprint gewonnen. Er ist enorm eng, aber es ist der Belgier De Wilde. De Wilde hat den Endspurt gewonnen. Diese Prämie von 3.000 Franken geht also an die Mannschaft 5, Hollenweger De Wilde. Aber, und das ist ganz wesentlich, mit dem Punktgewinn hier im Endspurt von Bruno Risi, ganz links, der Zweiter wird, erhält er 10 Punkte gutgeschrieben. Das heißt,
fürs Gesamtklassement. Eine Runde Gutschrift für Risi und Petschart.